Ja, guten Tag. Mein Name ist Reinhard Grebe und ich bin der Regisseur von Fontane 200. Und ich bin Maya Zahle, ich bin die Dramaturgin der Produktion. Fontane.200. Fontane.200, den Rest kennst du, ne? Einblicke in die Vorbereitung des 200. Jubiläums Theodor Fontanes im Jahre 2019. Sehr kryptisch, aber es ist eigentlich ganz glasklar. Also konkret geht es darum, dass Veranstaltung läuft auf Hochtouren. Im Land Brandenburg, in jedem Ort, in jedem Dorf werden schon jetzt Schilder aufgestellt und es werden Ausstellungen vorbereitet zum Geburtstag von Fontane und es werden Gelder locker gemacht. Und ich bin angefragt worden selbst, also konkret da mich daran zu beteiligen, ohne jetzt noch einen Plan zu haben, was. Das spielt auch eine Rolle natürlich, dass ich mich eben frage, was mache ich hier eigentlich? Der Abend flankiert auf der einen Seite die Vorbereitung in der Fläche, mit Ausstellungen, mit den Werbemaßnahmen, um die es da geht. Und auf der anderen Seite tatsächlich den Stoff, den Stücken, den Texten von Fontane. Das Werk von Fontane ist ja auch sehr, sehr umfangreich, wie wir inzwischen auch wissen. Und auch extrem interessant, weil man kennt ja im Grunde so Effie Briest. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Romane. Und die Romane kamen erst relativ spät, als wir in den 60ern waren. Es gibt Theaterkritiken, es gibt Briefe, es gibt Kriegsberichte, es gibt Stücke, es gibt wirklich wahnsinnig viel in dem Werk, was man erforschen und untersuchen kann. Ich arbeite sehr punktuell, also manchmal ist es nur ein Bild, ein Lied, was entsteht, alles wird erstmal für sich geprobt. Man hat also 1000 Enden, 1000 Anfänge und dann setzt sich das automatisch zusammen im Kopf und dann entsteht tatsächlich ein Gebilde, was man ein Stück nennen kann. Wir haben auch einen Musiker auf der Bühne. Ja, es gibt Lieder, die einmal von Fontane selbst, also Gedichte, die vertont werden oder die damit zusammenhängen und dann Antenne Brandenburg als Hausnummer, das heißt der Happy Sound für die Fläche. Ja.